Bitte. Falzt es sich ein. Mega! 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 Wahnsinn! Alter Vater! Das Skelett! Ich kann, das ist Wahnsinn. Bülent, kann es sein, dass es dir gefallen hat? Ja, das war, ey, das hat gefehlt heute noch. Dein Rocksong, ich liebe diesen Song. Und, dann geh doch das nächste Mal bitte aus dir raus. Es war noch geiler als original gesungen, also richtig geil, richtig gut. Da gehen Bülent, da gehen. Boah, unfassbar. Da gehen Bülent glatt die Haare auf. Die Haare nicht zu Berge, ganz im Gegenteil. Ich bin total überrascht. Also mich hat das mitgenommen. Ich habe auch so ein bisschen so Rock and Metal Gefühl und so. Aber das ist natürlich eine Art und Weise, es auszudrücken. Wow. Fand ich sensationell. Also, wow. Mega. Oh ja. Oh ja. Mega. Und es ist die Schwester vom Engel. Ne? Ja, also so kann, etwas dünnere, aber. Ja.
Also. Was für ein Unterschied zwischen Frosch und Skelett, ja? Also das müssen wir auch mal hervorheben. Absolut. Wie gut ihr das auswählt und wie geschickt ihr das paart, sodass uns die Auswahl wirklich schwierig fällt. Ja, richtig schwierig. Ja. Also, liebes Skelett. Die Zuschauer haben es nicht leid. So, Sonja, jetzt pass auf. Pass auf, Sonja. Pass auf. Jetzt bist du dran. Okay. Liebes Skelett. Für mich warst du heute das absolute Highlight der Sendung. Nicht nur die Show drumherum, deine Stimme. Du hast jeden Ton, also für mein Gehör, ich bin keine Professionelle, aber jeden Ton getroffen, super akzentuiert. Also ich bin vollkommen begeistert. Es muss, wenn nicht, weiß ich nicht, eine professionelle Sängerin sein, die also einfach hier mega performt hat in und auch sowieso, wie du hier auf die Bühne gekommen bist, deine Bewegungen, das alles, du bist sensationell. Ja. Ich habe die Superlative. Ich höre nicht auf, zu Recht. Ich gehe jetzt mal kurz auf den Indiz im Film ein. Jetzt pass auf, jetzt wird es gerne. Jetzt vielleicht voll krank für euch, aber da sind zwei Buchstaben sind gezeigt worden: Z und E. Und ich kann mich erinnern, es ist weit lange her. Z und E, das ist ein chemischer Begriff. Das ist die Cis-Trans-Isomerie. So, jetzt hau ich aber einen raus. Das ist richtig. Und in der Cis-Trans-Isomerie geht es um eine Art von Umwandlung. So, jetzt sind wir. Wer kann sich umwandeln? Von Mann zu Frau, Frau, Mann. Tier. Ja, also das im übertragenen Sinne. Conchita Wurst. Conchita Wurst. Oder... Oder, und jetzt, ich weiß, ich habe die zwar noch nie singen gehört, so richtig, L'Oreal London. Die hat ja auch eine Umwandlung. Ne? Aber, und jetzt schau jetzt so einen dritten Namen raus. Jetzt ist egal, wir sind erst in der ersten Folge. Aber du hast uns bisher, mich bisher noch nicht so vom Hocker gerissen. Weiter. Jetzt gibt es noch eine Metal-Sängerin, die ist von Beyond the Black. Und die singt mega geil. Und das könnte jetzt auch passen, das ist Jennifer Harben. Drei Namen. So, drei Namen. Aus. Alles von Bülent. Danke, Bülent. So, danke. Abgeliefert. Also, theoretisch vom Indizienfilm her mit Halloween und Skelett und Grusel-Fun-Balance und alles, was ich da gesehen habe, ohne die Stimme gehört zu haben, hätte ich gesagt, Heidi Klum. Das passt. Gerippe, Entschuldigung. Nein, ich meine, ja, Grusel, Fun Balance bei Family's Next Topmodel ist ja auch manchmal so ein bisschen. Ich glaube aber nicht, dass die Heidi Klum so gut singen kann. Und deswegen sage ich Sarah Connor. Oh ja. Kann auch. Was sie mit den Indizien zu tun hat, weiß ich noch nicht, aber das finde ich noch heraus. Los. So. Kannst du ja noch zurechtlegen. Ja, genau. Ein Name noch von Dieter? Oder? Ja, ich sage mit Bescheidenheit, dass Bülent in musikalischen Dingen doch intelligenter und bewandter ist als ich und halte mich da zurück. Ich glaube, dass er mit einem der drei Beispiele recht hat. Ja, vor allem mit L'Oreal London.